Damit herzlich willkommen zum Mittwochstream. Ja, wir befinden uns im altbekannten Startbildschirm von dem Spiel, das nicht reagieren möchte. Jetzt, sehr schön. Audio ein bisschen lauter, aber hoffentlich nicht zu laut. Wir werden es herausfinden. Ja, Sea of Thieves. Ich werde es niemals hinkriegen, es richtig auszusprechen, glaube ich. Ja, ich und Englisch, das wird nichts mehr. So, Abenteuer. Wir sind 1 bis 2 Leute. Wir sind eine private Crew. Und wir gucken mal, was heute so passiert. Ja, Klaba war letzten Donnerstag allein unterwegs. Ich war nicht dabei. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich zugeguckt. Ich habe auch keinen Plan mehr so richtig, was passiert ist. Ich glaube, er hat nicht so wirklich was geschafft. Ich hatte ihn gefragt, was so abgegangen ist, aber ich bin mir halt nicht sicher, wie das jetzt mit der Story ist. Ob wir die heute jetzt nachspielen, ob wir die heute spielen, ich habe keine Ahnung. Ja, wie immer denke ich mal, hoffe ich mal, dass Klaber sich gegen 20:30 bei uns einfinden wird. Und bis dahin setzen wir erstmal nicht die Segel, sondern wir warten darauf, dass das Spiel geladen ist. Und dann müssen wir erstmal unser Schiff beladen. So wie immer eigentlich. Und das dauert wahrscheinlich eh wieder fast eine halbe Stunde. Und dann, ja, gucken wir mal. Aber jetzt könnte das Spiel auch mal langsam aber sicher. Ja, genau. Perfekt. Umsegelt die Weltmeere mit allen Spielern. Genau. So. Beim letzten Mal haben wir unerwartet Besuch bekommen. Wo sind wir denn hier? Ach, da ist der Ausgang. Erstmal wieder dran gewöhnen. Ist schon wieder eine Woche her. Ich sehe unser Schiff auf jeden Fall schon. Aber da möchten wir nicht als erstes hin. Wir wollen erstmal alle Fässer hier plündern. Irgendwie ist das hier eine andere Insel, kann das sein? Wir können ja gar keine Karte aufmachen, ne? Ich vergaß. Ja, planlos geht der Plan los. Ihr wisst es ja, ne? Ja, letzte Woche war ja relativ lustig mit unserer Schatzkarte. Von daher kann nur besser werden. So. Unser Inventar ist voll. Ja, letzten Donnerstag hatte ich unerwarteterweise keine Zeit. Ich weiß nicht mal mehr warum. Ich hatte eigentlich frei an dem Abend. Ich überlege gerade, warum ich nicht konnte. Irgendeinen Grund hatte ich, das ist sicher. So, unser Schiff ist noch nicht eingedeckt oder wie auch immer das sich schimpft. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen Kohle gemacht. Das heißt, wir machen erstmal wieder das schwarze Segel rein. Oder auch nicht. Geht denn das? Achso, das ist drinne, genau. Und wir haben leider nicht genug, glaube ich, um bei ihr noch was zu kaufen, richtig? Sharons Angebot. Wir brauchen nämlich eigentlich noch die passenden Segel dazu. Flaggen. Ja, warte mal. Segelanstrich, genau. Da brauchen wir noch die passenden. Die Segel des Admirals. Die kosten 49.000. Gucken wir mal, ob wir das heute schaffen. Aber so ist der Kahn ja auch erstmal ganz hübsch. Ja, das heißt erstmal ein bisschen sparen. Dadurch, dass ich halt letzte Woche nicht dabei war, habe ich natürlich letzte Woche Donnerstag nicht wirklich viel Umsatz gemacht. Und ich spiele privat das Spiel auch nicht. Von daher, ach, was mache ich denn? So rum. So. Wie sieht denn das so mit unserem Holzfass aus? Ich glaube, essenstechnisch sind wir eigentlich gut aufgestellt. Da müssen wir heute mal nicht so ewig lange hier rumeiern. Wir werden mal nur die 3 Truhen hier vorne holen. Das sollte eigentlich reichen. Und dann werden wir unsere. Ach, verdammt.
Schlecht eingeparkt. Normalerweise kann man aufs Schiff springen. So. Wir werden, wie gesagt, mal nur die drei Fässer hier vorne mitnehmen. Dann uns ein Schiff, eine Schatzkarte besorgen. Und dann werden wir auch schon lossegeln, dass wir vielleicht schon ein bisschen was geschafft haben. So. Die Schatzkarte kriegen wir, wie eigentlich jede Woche, bei unserem Goldsammler. Und gucken wir mal, was der gute Herr uns anbietet. Von dem prominenten Nastalie Obergs vergrabene Goldquelle. Alles von den Prominenten? Ja, eigentlich ist es ja Lachs, was wir nehmen, ne? Ich glaube ja nicht. Ben der Schwarze. Das hört sich doch interessant an. Wir nehmen jetzt einfach mal Ben den Schwarzen. So. Belobigung freigeschaltet. Grad 1. Kartensucher. Das ist gerade richtig gelesen. Genau, jetzt hat sich mein Rang erhöht. Nö, jetzt renne ich nicht zurück. Sehe ich ja gar nicht ein. Ich spring noch mal eine Runde ins Wasser für nix und wieder nix. So. Ich gehe jetzt einfach das Risiko ein, dass wir nicht genug Material haben. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Kanonen. Wir haben ein paar Bretter. 23, die ich nicht mehr ausrüsten werde. Und ich denke, dass das Essen auch reicht. Ich denke, das Essen reicht auch aus. So. Dann Seefahrt. Für Mission abstimmen. Dann gucken wir uns das mal an. Wieso haben wir jetzt drei Dinger hier drin? Wir haben doch nur eine gekauft. Hä? What? Wieso haben wir jetzt... Ich bin verwirrt. Okay, das klingt alles sehr, 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 sehr verwirrend. Das klingt gut. Ich glaube, die fangen wir an. Das müsste die zweite sein. Hallo? Habe ich die jetzt abgelegt? Ja, genau. Genau, wir machen mal die zweite. Auf Shipwreck Bay, so lautet die Legende, wartet ein Schatz auf gierige Händler. Shipwreck Bay, oh mein Gott, jetzt würde ich das aussprechen können. So. Wir sind auf jeden Fall bei einem anderen Außenposten diesmal. Aber warum wir jetzt drei Karten bekommen haben, beziehungsweise drei Schatzkarten, das erschließt sich mir noch nicht. Ich glaube, das ist die Shipwreck Bay. Das heißt, wir müssen einfach nur in den Osten segeln. Genau. Einfach nur in den Osten, das sollten wir hinkriegen. Oh, hallo. Hi, Kumpel. Du bist im Nordosten, in die Richtung möchte ich nicht. Ich möchte in die Richtung. Da sieht es auch nicht besonders gut aus, da zieht ein Sturm auf. Warten wir jetzt echt die Nacht ab? Das ist eigentlich dumm, ne? Okay, also Anker lichten und ab dafür. Mehr wie untergehen können wir ja nicht, nicht wahr?
So. Dann lassen wir das Segel ein bisschen kommen. Und dann geht's nach Osten. Sobald wir ein bisschen außer Reichweite der Insel sind. Was ist denn auf dem Weg dorthin? Also an sich müssten wir an jeder Küste vorbeikommen. Wir müssten eigentlich wirklich nur Richtung Osten fahren. Segeln. Fahren ist, glaube ich, nicht ganz korrekt. Aber wir machen mal sicherheitshalber die Lämpchen hier aus. Wir haben mal gelernt, dass das nicht so gut ist unter Umständen. Zwar ist es auch nicht so geil, hier im Dunkeln rumzuhantieren, aber ich schreie ja nicht förmlich danach, andere Spieler zu sehen, ne? So, das da unten kann anbleiben. Wobei, das machen wir auch mal aus. Wenn schon, denn schon ganz. So. Also an den Totenkopf kann ich mich sehr gut an Klavers Stream erinnern. Der Typ war nicht ganz witzig. Nicht ganz friedlich. Der hat nämlich eine Geistergaleone gehabt. Huch. Wo kommst du denn her? Oh, das ist nicht gut. Wir ignorieren sie einfach. Wenn wir sie ignorieren, ignorieren sie uns vielleicht auch. Oder auch nicht. Aua. Natürlich ignorieren sie uns nicht. Das geht ja richtig gut los, wie immer eigentlich, ne? Ich bin kaum aus dem Hafen raus, da werde ich von einem scheiß Geisterschiff angegriffen. Unfassbar. Dabei habe ich schon extra das Licht ausgemacht. Das hat mir absolut gar nichts gebracht. Mann. Na toll. Das habe ich geahnt. Wir haben doch nichts beladen, Mann.
Jungs, ehrlich. Was bringt euch das, wenn ihr mich abknallt? Bin sowieso gleich RIP wahrscheinlich. Wir haben keine Bretter mehr. Das Schiff wird sowieso untergehen, also retten wir einfach unseren Hintern. Blöden Dreckstypen. Dabei bin ich eigentlich in der Nähe von der Insel. Man sollte meinen, dass ich hier meine Ruhe habe, ne? Ich weiß nicht mehr, auf welcher Insel ich bin. Na gut, spielt auch keine Rolle. Also das Schiff ist noch da. Und die Typen haben sich scheinbar verpisst. Ich habe keine Ahnung. Es ist unfassbar. Wir sind noch nicht mal auf Kurs gewesen, richtig, ey. So, bevor der nächste Pirat kommt. Gleich mal in die Luft gesprengt. Warte, mehrere Stücke Nahrung, bis sie verbrannt sind. Was mache ich eigentlich mit verbrannter Nahrung? Banane kochen. Nee. Oh. Wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht, verdammt. Wahrscheinlich kotze ich hier gleich. Ja. Sterne zum Entzünden benötigt.
Okay. Wir braten eben die Schlange zu Ende und dann werden wir erstmal wieder aufs Schiff zurückgehen und dann die Schäden dort erstmal nochmal begutachten. Ich glaube, da war nämlich immer noch ein Loch. Faszinierenderweise ist es noch nicht untergegangen, glaube ich, oder? Ach doch, da vorne ist die Meerjungfrau. Es ist untergegangen. Aber egal. Das zu reparieren hätte wahrscheinlich mehr Arbeit gekostet, als es neu zu machen. So, woher weiß ich jetzt, dass die Schlange gut ist? Keine Ahnung. So. Naja, wir hatten ja noch nichts geladen. Die Schatzkisten, die Karten haben wir. Gucken wir mal, was passiert. Wahrscheinlich hätten wir erstmal das Schiff reparieren müssen, aber das hätte wahrscheinlich auch keine Garantie gegeben. Zurück zum Schiff. So ein Mist, ey. Scheiß Geisterpiraten. Gegen die hat man alleine natürlich keine Chance. So, wo sind wir jetzt? Keine Ahnung, kann ich ja nicht sehen, ne? Gucken, ob wir hier noch ein paar Bretter kriegen. Ja, sehr schön. So, das haben wir. Ach so, Bretter noch ausrüsten. Die Nase juckt. Okay. Und Munition nachfüllen. So, wo sind wir denn jetzt? Da müssen wir hin. Also müssen wir Südosten. Also erstmal ein bisschen. Eigentlich müssten wir auf den Kurs, den wir jetzt haben, so halten. Wenn man so guckt. Ja. Wir müssen eigentlich nur geradeaus segeln. Aber das mussten wir eben auch nur. Wir mussten eben auch nur östlich segeln. Zweiter Versuch. Ohne Momento. Das sind die Geistergaleonen, die Klaber letzte Woche hatte. Das ist absolut tödlich, dort lang zu fahren. Die greifen nämlich an. Also da können wir auf keinen Fall lang.
Ach, nur Probleme hier. Mann, Mann, Mann. Warte mal, erstmal das Segel wieder einholen. Weil wir müssen jetzt ganz strikt nach links. Beziehungsweise nach Osten. Da werde ich nicht hinsegeln. Auf keinen Fall. Ich habe klarer gesehen, was letztes Mal passiert ist. So. Hallo? Steuerrad benutzen? Ja, bitte. Danke. So. Dann geben wir ein bisschen Segel. Und dann werden wir da schön außen rum fahren. Bewegen wir uns überhaupt? Ja. Dass du jetzt genau zwischen mir und der Insel liegen musst, das nervt mich tierisch. Hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht gleich wieder. Ja. Halt bloß die Klappe. Und bloß in Ruhe, ey. Das Segel, das Schiff da vorne ist ganz schön dicht. Wir werden mal ein bisschen Segel dazu holen. Ich würde mir gerne den Schatz dort vorne holen, aber ich glaube, das wird nicht gut enden. Also wir sind passt auf dem richtigen Kurs. Wir müssen nur diese riesen Insel hier umfahren. Ich werde mal ein bisschen die Segel einholen, damit ich ein bisschen mehr sehe. Da vorne ist ein anderes Schiff, das habe ich auf jeden Fall schon entdeckt. Ich hoffe, das tut uns nichts. Aber bei unserem Glück wahrscheinlich nicht. Also die Insel links hier von uns, die ist es nicht.
Die nächste Insel rechts. Oh, tut mir einen Gefallen, es ist nicht da, wo gerade dieses Regenbogenteil ist. Ich weiß nicht mehr, was das genau hieß. Das wäre fatal für uns. Das würde genau hinkommen mit der Insel. Oh Mist, ey. Schnitterkiste nennt sich das, glaube ich. Die will ich gar nicht holen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, wir steuern direkt drauf zu. Wir haben den perfekten Kurs für die Schatzkarte. Eigentlich müssen wir gar nichts ändern. Ich habe nur irgendwie kein gutes Gefühl. Weil dieses Geräusch, was ich hier höre, klingt nicht so gut, aber das könnten natürlich auch die Schiffe da drüben sein. Könnten es die Felsen dort vorne sein schon? Ja, die Insel ist von Felsen umgeben. Das wird natürlich wieder spannend, dort anzulegen. Aber die Küste dort vorne müsste es sein. Sobald wir auf der Insel sind, müsste sich die Karte aktualisieren. Ich bin da echt schlecht drin, ne? Harpune benutzen ist absolut nicht mein Ding. Okay, also die Schnitterkiste ist nicht dort direkt in der Nähe. Aber das Wetter ist dort nicht unbedingt gut. Ja, diese Felsen sind echt beschissen. Dort reinzukommen, das wird verdammt schwer. Ich werde schon mal das Tempo ein bisschen runterziehen. Weil das wird verdammt schwer, da durchzukommen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein ganz kleines Stück nach links. Wir müssen eigentlich nur zwischen den beiden Felsen hier durch. So,
So, dann gehen wir noch ein bisschen segeln. Okay. Was mir natürlich gar nicht passt, ist, dass wir wieder Nacht haben, ne? Ja, geil. Du willst mich doch verarschen. Wir müssen. Oh, Mist, ey. Guten Abend, Hallo? Wertmolox. Hallo, Welchen hallo? Namen, welche Ah! Herrin? Guten Tag. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Bring mich weg hier. Wieso werde ich denn beschossen, Mann? Hört doch mal auf damit. Ich will doch nur anlegen. Das geht doch nicht, wenn ihr auf mich schießt. Ja, wenn du dann in einem gewissen Winkel bist, hören die Skelette auf dich zu schießen. Oder meinst du ein Schiff? Nee, ich meine die Insel. Also, Die Insel ist die Insel scheiße zu ist. mir. Und davor waren die Skelette scheiße zu mir. Ich Die sind bewaffne. immer scheiße zu einem. Die haben einfach keine Freunde, Sunny. Das erste Schiff Weißt wurde schon versenkt, ohne Loot. Ich bin nicht mal losgefahren. Oh, hör mir auf, ey. Hör mir auf. So, wieder ein bisschen runter. Ich join dir mal. Wenn ich im Habe ich gewissen schon ein Winkel bisschen. bin, in welchem Winkel soll ich denn fahren? Die treffen mich doch. Entweder links oder rechts, je nachdem, wo die stehen. Okay, jetzt schießt der. Jetzt bin ich RIP. Jetzt bin ich genau in dem Winkel, wo sie mich treffen können. Okay, das wird wehtun. Das heißt, ich joine jetzt auf einem sinkenden Schiff. Noch nicht ganz. Wir können noch was tun. Achtung, erster Treffer. Aua. Autsch. Ja, konzentrier dich mal darauf, das Schiff irgendwo in Sicherheit zu bringen. Scheiß auf die Löcher, bis du vollgelaufen bist. Dauert es eine Weile. Finde ich übrigens gut, dass du das durchziehst. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass du heute irgendwie doch Burning Crusade oder so auf deiner Liste hast. So, Sehr ich glaube, vorbildlich. ich Sehr bin aus gut. dem Winkel raus. Bin gleich da. Ich suche noch frische Vorräte. Ich habe übrigens deinen Kumpel getroffen vom letzten Mal. Die rote Fratze. Die Den durfte rote ich Fratze. umsegeln. Seine Galeonen sind nämlich direkt in der Nähe. Den blöden Arsch. Sonst Die hätte ich einen rote besseren. Ich Fratze. glaube, ich Ach habe einen so, guten die rote Punkt. Fratze. Ich habe einen guten Punkt hier, glaube ich. Das ist gut. Ey. Oh. Ja, ich bin auf deinem Schiff. Ah, ich bin auf deinem Schiff. Hab dich zwar noch nicht entdeckt, aber wird schon stimmen. Haben wir eine Mission oder bist du hier einfach nur, weil Ich Bock habe hier eine drauf? Mission. Ich witzigerweise, ich habe eine Schatzkarte gekauft und habe drei bekommen. Und ich habe jetzt die Ja, mit. das teilt Ich habe sich die immer gut zwei. auf. Ich Ich habe mach die mal die zweite Laterne aus. ausgewählt. Ich habe die Mach mal die zweite Laterne ausgewählt. aus. Die Ja, das habe ich zweite. vorhin. Das hat mich vorhin auch nicht gerettet. Das habe ich Auf gleich am Shipwreck Anfang Bay, gemacht. so lautet die Legende, wartet ein Schatz auf gierige Hände. Ne? Ja. Sind wir im Shipwreck Bay? Ja. Alles klar. Ich habe vorhin als erstes, kurz nach der Losfahrt, habe ich die Lichter ausgemacht. Und rein da. Hui. Hast du Fallschaden gekriegt? Ja. Gut, dann schwimme ich. Und kurz nach danach taucht direkt neben mir ein Geisterschiff auf. Einfach aus dem Wasser raus. Und ich dachte, GG. why? Ich hatte natürlich keine Chance, da wegzukommen. Totaler Scheiß. So ein Kack, ey. Mehr steht hier nicht. Finde den Bugspriet des legendären Schiffs The Black Witch mit schnellem Gang und erfülle die Luft mit deinem Gesang. Finde den Bugspriet des legendären Schiffs. Was ist denn ein Bugspriet? Ich habe keine Ahnung, aber hier sind auf jeden Fall Schiffswrackreste. Und spiele für die Luft mit deinem Gesang singen. Google Wahrscheinlich mal auch was, Instrumente benannt, ne? was das ist. Bug, sonst sowas. Bug,
Ich kann das nicht mehr aussprechen. Oh, hier haben wir ein Symbol drauf. Was ist denn ein Bugspriet? Hallo, Schwein. Bugspriet. Aha, das ist das, was beim Schiff ganz vorne dranhängt. Dieses lange Ding, was du auch hast an deinem Schiff. Wo wir immer draufstehen und lustige Lieder spielen. Ah ja. Dieses lange, diese lange Stange quasi. Das ist das da. Okay. Skelette. Ja. Solange die keine Dynamitfässer haben. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ich hab's vorhin auch geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich. Den Typen umzubringen, ohne das Dynamitfass zu dingsen. Mhm. Ja, ich werd besser. Ah. Nur Harpunen sollte ich nicht bedienen, das ist nicht gut. Wie soll man, wie bist denn du da hoch? Achso, da ist ein Weg. Ich wollte gerade fragen, wie du da hochgekommen bist. Wie bist du da hochgekommen? Klapper. Hallo, mach das nicht ohne mich. Na, unten rum. Die Etagen. Fängst ganz unten an, läufst innen hoch. So, das Ding hat es jetzt übrigens aktualisiert. Toll. Kannst du mal aufhören, meine Schatzkarte zu machen? Sorry, auf das bei der Vogelscheuche neben dem seichten Tümpel im Inland ein Schatz gefunden wurde, werde setzt nach 7 Schritten gen Westen den Spaten in die Erde. Also such einen Tümpel mit einer Vogelscheuche. Okay, Vogelscheuche. Ey, ich hab's im letzten Stream gehasst, ne? Genau da, wo ich lang musste, ist das Gewitter langgezogen. Ich hab gekotzt. Bin einfach aus Trotz weitergefahren. Was bei der Vogelscheuche neben dem seichten Tümpel? Vogelscheuche neben dem Tümpel. Frage, Klaver. Ja. Wie ist denn das jetzt mit deiner Story? Hast du da jetzt eigentlich einen Fortschritt erzielt letzte Woche? Nö. Also sind wir genauso weit wie letzte Woche davor? Ja. Das ist okay. Ja. Wechsel ist die Woche dabei, ne? Warte mal. Das ist sein Schiff da, ne? Ja. Frühschicht hat er ja. Aber das bedeutet nicht unkostenlos, dass er dabei ist. Weil er letzte Woche ja nicht. Also laut Schichtplan, so meinte ich das. Ja, laut Schichtplan ist er dabei, aber ja. Du kannst ihn ja bei Steam anschreiben und fragen. Tada. Gute Idee, jetzt mal machen. Genau. Baba! Back, 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 back. Wieso ist meine Lampe aus? Ah ja. Also das hier ist ja an sich kein Tümpel, das ist ja eigentlich noch mehr verbunden. Das ist also eher eine Bucht. Ein Tümpel hat ja eigentlich keine Verbindung zur Außenwelt. Also mir fehlt, also so geil das Spiel auch ist mit der Orientierung und so, aber mir fehlt irgendwie eine Landkarte. Also wenn man die... Ja, oh, Wechsel ist morgen dabei. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Links gibt es hier erstmal noch keine Schlangen. Die kann es ja nicht überall geben. Das würde mir auch dezent auf den Sack gehen. Vor allem spawnen die Viecher übelst schnell. Okay. Hast du schon einen Tümpel gefunden? Nee. Gibt's hier überhaupt einen? Ich habe übrigens heute nur Scheiß aus meiner Kiste bekommen. Ich frage mich ehrlich, wozu ich das mache. Und ich habe langsam die Theorie, dass man keine Schmuckstücke rausbekommt aus der Kiste. Ohne Witz. Ich habe nicht mal eine Plus gemacht nach unserem Debakel am Sonntag. Ich habe nichts in Retail gemacht. Ich habe mich Sonntag zuletzt in Retail eingeloggt. Das muss man nicht mal als Debakel bezeichnen. Das war ja gar nichts. Also es ist ja nicht mal nennenswert, was wir da hatten. War nicht mal ein Fortschritt. Ey, wo ist denn ein Tümpel mit einem mit einer Scheuche? Vogelscheuche. Oder ist doch das hier gemeint? Aber hier ist ja keine Vogelscheuche. Nee, nee, das ist kein Tümpel. Das ist ja eine Bucht. Tümpel klingt für mich wie so ein kleiner See. Kann man hier vielleicht irgendwo hoch? Jetzt... Guck mal, da kann man hoch. Vielleicht ist auf dem Fels da oben irgendwie so ein kleiner Tümpel. Geh mal gucken.
Es würde ja sonst keinen Sinn ergeben, dass man hier raufklettern soll, ne? Nee, das hat damit nichts zu tun. Das dachte ich mir auch manchmal so. Man ist ja den Weg gegangen, dann müsste man eigentlich auch in die Richtung weitergehen. Nö. So, hier oben war mal eine Schatzkiste, das weiß ich noch. Oh, hier, ah, ich habe eine Schatzkiste gefunden. Guck du mal hier oben weiter, ich gehe mal. Also hier sind schon mal Skelette, das ist ein gutes Zeichen. Ja. 32, Berühmtheit. Da drüben sind Skelette. Was machen die da? Kochen die? Ach nee, das sind die Kanoniere. Ja, jetzt sind es keine mehr. Hast du gerade geschossen? Ja. Ich schieße die Kanoniere ab. Ich glaube, es hackt. Ihr schießt mich nicht mehr ab, Kollegen. Ach, guck mal, da geht auch ein Weg hoch. Mal, da gehe ich da mal lang. Hier hat man auf jeden Fall einen guten Überblick. So, die Kanoniere sind schon mal weg. Der Sprecher von Mufasa ist gestorben. Alles, was das Licht berührt. Das ist ja schon ewig her, Sunny. Was? Nein. Der Typ, der Sebastian bei Ariel die Meerjungfrau gesprochen hat, der hat auch Mufasas Stimme gesprochen. Zumindest stand das heute im Internet. Muss ich erstmal googeln. Wie der jetzt heißt, frag mich nicht. Aber der ist heute. Synchronsprecher Sebastian Meerjungfrau, muss erstmal reichen. Meerjungfrau. Du brauchst nur in die Google News gucken, da steht's drin, dass er gestorben ist. Ah, der Typ. Kenn ich nicht. Ich dachte, du meinst den anderen. Ah ne, der hat Scar gesprochen, sorry. Hallo, sorry. Wer muss denn bitte wissen, wer Scar gesprochen hat? Sebastians Synchronstimme. Ja, der hat auf jeden Fall eine krassere Stimme gehabt. So, Achtung. Da kommt er geflogen. Auf das bei der Vogelscheuche neben dem seichten Tümpel. Im Inland. Hier gibt's ja kein großes Inland. Aua, mein Bein ist gebrochen. Aua. Das, da nehme ich keine Rücksicht drauf. Habe ich was zu essen? Scheiße, ich habe nicht was zu essen. Boah, wie es auch so knackt. Ach, guck mal, hier ist ein. Nee. Ich würde sagen, da hier unten irgendwo vielleicht. Also da oben ist nichts? Nein. Kanonen benutzt. Wenigstens eine Kokosnuss gefunden. Tümpel. Jetzt halt die Frage, was ist Vogelscheuche? Ist das wirklich eine Vogelscheuche oder ist es halt wieder eine Vogelscheuche, die gemalt ist? Ja. Auf das bei der Vogelscheuche neben dem seichten Tümpel. Seicht bedeutet ja, dass es flach ist, ne? Glaube ich. Glaub schon, ja. Hier ist der Typ. Hey, Kumpel. Den Land eigentlich nicht gefunden. Echter Tümpel. Boah, letztes Mal, das hat mich auch so krass getriggert. Diese Insel. Ich glaube, da google ich einfach. Was willst du googeln? Kann aber nicht angehen. Ich habe das letzte Mal übelst rumgesucht. Die scheiß kleine Insel da. Nein! Aua. Sind die anderen Karten auch von hier? Ach, nee. Ich habe keine Ahnung, was die überhaupt. Da habe ich überhaupt keinen Ansatz gehabt am Anfang, ehrlich gesagt. Bei dem hier hatte ich sehr. Ja, du musst erstmal auf die Insel, dann aktualisiert sie das erste Mal. So, hier. Ach, lol. Ach, lol.
Guck mal die erste Karte an. Das geht doch gar. An der Glocke am Ausguck auf dem höchsten Punkt der Insel sollt ihr euch zusammenraufen, um in 6 Schritten gen Nordosten zu graben. Ist an das alle... die Insel hier? Nee, ich glaube nicht. Alle, die nach Reichtümern lechzen, pilgern nach Wanderers Refug zu den Schätzen. Das ist eine andere Insel, aber wieso hat sich das ver... Das war nicht zwei Absätze. Das war nur ein Absatz. Hm. Wieso hat sich das aktualisiert? Ich bin vorbeigefahren. So. Also. Eigentlich aktualisiert sich das doch nur, wenn man auf der Insel ist. Bei der Vogelscheuche neben dem seichten Tümpel. Hier ist kein Tümpel, Inland. Das gibt's doch nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn schon wieder. Shipwreck Bay. Im Inland. Hier gibt's ja nicht viel Inland, ne? Also hier ist ja einfach nur Küste. Gibt's doch nicht. Im Inland. Inland, seichter Tümpel. Seichter Tümpel. Inland. Wow. Gut, dass ich in der Nähe von der Munitionskiste stand. Wie praktisch. Hier sieht es nicht mal ansatzweise irgendwas nach Tümpel aus. Das Einzige, was ich als Tümpel identifizieren würde, wäre das hier. Auf das wenn ist mit der Vogelscheuche der Typ gemeint. Setzt nach 7 Schritten gen Westen den Spaten in die Erde. Komme ich hier auf den Fels hoch? Natürlich nicht. 7 Schritten gen Westen. Nee, das ergibt keinen Sinn. Oh Gott, diese Rätsel, Alter. Die killen mich. Ja, es ist ja so, dass wenn du irgendwann, also wenn wir wieder irgendwann mal was von der Vogelscheuche hören, also geschweige denn, wir lösen das Rätsel hier, dann wissen wir genau, was gemeint ist. Also die wiederholen sich dann schon mit einer Zeit. Ich nehme jetzt einfach mal den Typen als Ausgangspunkt, weil es, vielleicht ist der als Vogelscheuche gemeint. Welcher Typ überhaupt? Ich habe nicht mal einen Typen gesehen. Setz nach 7 Schritten gen Westen den Spaten in die Erde. Hier, wo ich gerade bin. So. Westen. Nee, das Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das könnte aber schon. Das könnte schon eine Vogelscheuche darstellen hier. Dieses komische Gebilde hier. Ja, aber gen Westen ist komplett im Wasser. Also. Ja, das ergibt halt auch wieder keinen Sinn. Was für ein Scheiß. Spannender wird's heute nicht mehr. Naja, doch, denke ich schon. Guck mal, wenn da wieder der Kraken kommt. Ich wurde schon versenkt, das war das Highlight heute.
geht's nur noch abwärts. Von was? Wie von was? Na, von was wurdest du versenkt? Geisterpirat. Im Inland. Ich bin ja ganz kurz davor zu sagen, wir machen einfach die andere Schatzkarte. Ja, ich meine, das hat sich ja schon rentiert. Wir haben ja schon eine Schatzkiste rausgezogen. Also, so ganz sinnlos waren wir jetzt auch nicht hier. Ja, lass mal die andere Schatzkarte machen. Hier drüben. Wahrscheinlich gar nichts. Aussichtspunkt. Hier ist eine Art Thron. I don't know. Hier ist kein Tümpel. Alle, die nach Reichtümern lechzen, pilgern nach Wanderers Refuge zu den Schätzen. The Crook Mars ist ja hier gleich in der Nähe. Wanderers Refuge. Muss bloß aufpassen. Wieso Crook Mars? Aber war das nicht die zweite Karte von Crook Mars oder die erste? Ne, die dritte, glaube ich. Hä? Genau, The Crook Mars hält kostbare Schätze bereit, eine Beute aus vergangener Zeit. Und die erste. Wanderers Refuge. Refuges. Wanderers Refuge. Ich will bloß gucken, was näher dran ist, weißt du? Achso. Merkwürdig alles. Sehr, sehr merkwürdig. Ah, da. Ja, also Crook Mars ist auf jeden Fall viel näher dran. Ist bloß das Problem, dass in der Nähe ein PvP-Schiff rumfährt. Beziehungsweise es hat dort noch angelegt. Dann, wartet, glaube ich. Dann werden wir da nicht hinfahren. Also dann erstmal nach Wanderers Refuge, ne? Jo. Ja. Sieht auch ganz gut aus. Ist auch größer, die Insel, glaube ich. Also ja, geradeaus da und dann rechts. Mehr. Okay. Ja. Ich glaube, ein bisschen mehr Segel geht schon. Also genauer gesagt, jetzt erstmal Kurs nach Westen und ja, so leicht Südwest. Aber größtenteils nach Westen erstmal. Ja, erstmal müssen wir hier weg aus der Felsenfront. Da fährt auf jeden Fall ein Schiff lang, ein kleines Schiff. Das habe ich vorhin schon gesehen. Das ist vor mir gefahren, mehr oder weniger. Also es wird vielleicht nicht das gleiche sein, aber vor mir ist vorhin eins Richtung Schnitterbetrieb gefahren. Aber das ist, glaube ich, kein Hindernis für uns. Und geht's morgen los bei dir? Wie üblich? Ja. So klar, muss ich an der Insel links oder rechts vorbei? Theoretisch rechts. Da sind Kisten. Los, hol sie dir. Mhm. Schnapp sie dir, Tiger. Aber leider keine richtigen Kisten. Ich komm wieder nicht ran hier.
Geil, 7 Kanonenkugeln. Ah ja, muss ich erstmal abladen. Immerhin eine. Ja, mehr kriegst du sowieso nicht. Du musst ja das ganze Zeug. Wir fahren genau. Du hast bedacht, dass wir nicht durch den Typen durchfahren, ne? Ja, ja, der ist eher auf der anderen Seite. Ja, bin ich mir nicht meinst so sicher. Das PvP-Schiff oder das? Ich meine den roten Typen vor uns. Der hat seine Galeone draußen, seine Geistergalleone. Wir fahren genau auf den zu. Den du letzte Woche auch gesehen hast, die Geistergalleone. Ach, den Typen, ja, scheiß da drauf. Du willst mich also unbedingt versenken. Kann ich auch gleich gegen den Frels von fahren. Das geht schneller. Wenn der anfängt mit dir zu reden, dann sollten wir uns Sorgen machen. Ja, hat er vorhin ja schon. Wir fahren direkt auf ihn zu. Was soll ich dazu sagen? Halt dich südlicher. Kurs Südwest. Und halten. Und dem ausweichen, was vor dir liegt. Eventuell. Rat uns dabei mal ein Stück Schlange. Achso, ja, das Licht hier unten kannst du ruhig anlassen. Das ist kein Problem, das sieht man eh nicht. Auch wenn das nicht so viel ausmacht. Und wenn ein Sturm irgendwie vor dir ist, lieber links oder rechts vorbei am besten. Der Sturm zieht links auf. Okay, das dürfte passen. Genau den Kurs halten. Genau diesen Kurs halten, Sammy. Jetzt drehe ich extra um. Bin ich nicht okay. Du leuchtest aber hübsch rot. Und vielleicht auch orange. Du weißt schon, dass du die ganze Zeit mit halben Segeln fährst. Ist Absicht. Da habe ich bessere Kontrolle. Ja, aber nicht auf offener See. Da habe ich bessere Kontrolle. Jetzt sehe ich nämlich nichts, du Olme. Ah! Das hört sich an wie ein Wal. Mann über Bord. Mir gefallen. Ja, fahr weiter. Botschaft auf Lager hast du keine, ne? Nö. Hab ich vergessen. Kann ich ja holen, bevor wir ausladen. Nicht? Naja, du sammelst ja vorher schon ein EP, ja, ist egal. Ich hab keine Ahnung. Ich denk da nicht dran. Das kleine Schiff hinter uns fährt uns direkt hinterher, kann aber auch Zufall sein. Mal gucken, ob es irgendwann einlenkt. Auf jeden Fall sollte die Insel, die vor uns liegt, rein theoretisch sogar schon die Insel sein, die wir anstreben wollten. Ich überprüfe. Ah, ne. Halte ich mal ein bisschen nördlich. Jawohl, Kapitän. Und genau diesen Kurs halten. Genau, das müsste die Insel sein, die da vorne liegt. Hast du das Fass nicht leer gemacht? Falls doch, mach es mal ab.
Vielleicht sind das wieder Leute, die uns helfen wollen. Dem Spiel wird ja keiner helfen. Hast du doch gesehen letzte Woche, wie das funktioniert. Ja, die hatten da bestimmt auch Hintergedanken. Da ist ein Schiffswrack. Wollen wir das mitnehmen? Ey, Herr Klabautermann. Sein. Ja. Ja. Hast du lange zum Antworten gebraucht? Ich sehe noch keine Frage, ich sehe nur die Vögel. Ein Vogel sehe ich auch ganz oben. Ich fand's lustig. Ich sehe da keinen Wrack. Tja, ich würde nur jetzt ein bisschen langsamer fahren. Ist es vielleicht unter Wasser? Also auf das Wrack. Wenn da. Ach nee, das sind nur solche Dinger hier. Es sind nur es sind nur Fässer, so wie es aussieht. Aber du weißt doch, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Ja. Guck, dass du einen guten Anleger findest. Tschüss. Tschüss. An der Glocke am Ausguck auf dem höchsten Punkt der Insel sollt ihr euch zusammenraufen, um in 6 Schritten gen Nordosten zu graben und zu saufen. Oh, hier gibt's Schlangen. Yay. Aber was ganz Neues. Ja, halt ich mal. Ja, egal. Sie sind der Kapitän, Sie dürfen entscheiden, wo Sie anlegen. Ja, genau. Lass mich das mal machen. Ich kann das schon. Ich bin schon groß. Da sehe ich schon eine Flasche Post. Das ist perfekt angelegt, Herr Klauber, ja? Besser geht's nicht. So. Wo hast du da angelegt? Du bist mitten auf dem Wasser. Ja, wenn ich nicht auf dem Wasser wäre, hätten wir ein Problem, ne? Ja, aber an Land. Wieso kann ich mich da nicht reinsetzen? Weil du die Kugel erst vorher rausnehmen musst. Hast du ein Ruderboot? Nein. Geil. Ich hatte mal eins, aber das wurde versenkt. Von irgendjemandem. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ruderboote können nicht untergehen. Ich weiß, aber mein Schiff mit dem Ruderboot ist untergegangen. Letzte Woche. Mit der Botschafterflagge. Da ist eine Galeone am Horizont. Da ist eh nichts drauf, was sich lohnt zu klauen. Und wenn du nicht mal die Segel ein, wenn du stehst. Das sehen die Leute von Weitem. Du musst die Segel einholen. Das sehen die weniger. Ach, Sunny. Was machst du da?
Wonach sieht's denn aus? Was hast du da schon wieder gefunden? Holzkiste. So. Das sieht ja interessant aus hier. Höchsten Punkt. So mal Holz zu sammeln. Ich habe 5 Holz, Bruder. Ich meine, gut, du kannst auch nur 5 tragen, aber... Aber safe hattest du dich schon vorher, bevor du das Schiff verlassen hast. Keine Ahnung. Ganz bestimmt. Hier ist die Glocke. Das ist die falsche Karte. An der Glocke am Ausguck auf dem höchsten Punkt der Insel solltet ihr euch zusammenraufen, um in 6 Schritten gen Nordosten zu graben und zu saufen. 6 Schritte gen Osten. Nee, Moment, was habe ich gesagt? Oh Gott. Nordosten, 6 Schritte. Nordosten. 1, 2. Quatsch! 3, 4, 5, 6. Erschreck mich nicht so, du. Hup, hup. Ich hab's gefunden. Wow. Und das Ganze vor Streamende ist ja unfassbar. Und da ist 100%ig Rum drin. Das schreit ja förmlich nach Rum, die Beschreibung. Oh, ich habe noch eine Kiste. Ah, nee, Gold. Und versilberte Tasse. Okay. Oh, nee, das ist. Schließen. Ich hab, Schatzkiste aufnehmen. Geil. Was steht denn jetzt in der Karte? Achso. Wow. Außenposten Golden Sands bis 9 Uhr am 17. Warenverzeichnis. Eine Kiste Kanonenkugeln. Die Kisten können von einem beliebigen Händler abgeholt werden. Als würde ich wegen einer Kiste Kanonenkugeln lossegeln. Da lache ich mich doch kaputt. So, wo war unser Schiff? Irgendwo hier unten. Ich glaube, hier ist ein Smaragd, den packe ich gleich mal ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Was denn? Ich habe eine Lagerkiste gefunden. Ob du den da an die Schatzkiste, weil ich glaube, der backt sich immer durch. Ich weiß nicht, das finde ich auch komplett dumm, aber den nehme ich. Ich komme dir entgegen. Da ist ein Ruderboot. Wo bist du? Ach da. Wo ist der Smaragd? In meiner Truhe. Hast du den da reingepackt? Nee. Ich habe nur so getan. Jetzt sicher, dass der da drin ist? Werde ich ja gleich feststellen. Ja, guck doch nach. Im am Strand war er nicht mehr. So, erstmal absetzen. Ja, der ist da drin. So. Sehr gut. Geil, Ruderboot gefunden. Was ist da drin? Kanonenkugeln, Bretter. Perfekt. Haben Sie noch etwas, was Sie mitnehmen möchten, Herr Klaber? Gerade nicht. Hier sieht's. Aber wir haben keine. Wir haben keine Ruder, glaube ich. Nee, nee, du musst dich auf die andere Bank setzen. Die sind immer da. Ich bin ja immer davon ausgegangen. Ah ja, tatsächlich. Deswegen war ich ja so ver... Also, deswegen... Oh, ich habe eine Schatzkiste gefunden. Guck mal kurz, ob hier noch mehr ist. Irgendwie komme ich nicht vom Fleck, wieso nicht? Achso.
Shipwreck Bay, okay. Bist du schon unterwegs? Ja. Komm dir entgegen. Ich Kommen Sie ran, kommen Sie her. Kommst du da rein? Naja. Na sicher. Scheiße, der Sturm kommt genau auf uns zu. So super. Lass uns schnell verpissen hier, bevor wir im Sturm drin sind. Ja, dann können wir es auch nicht ändern. Weil dann spielt nämlich der Kompass komplett verrückt. Du kannst ja schon mal vorschwimmen, wollte ich gerade sagen, aber... Ja, ich spring vorher ab und setz schon mal die Segel. Genau. Du wirst sowieso gleich wieder gebraten. Der Blitz steht ja so auf dich. Was? Du wirst sowieso gleich wieder gebraten. Der Blitz steht ja so auf dich. Sag, wenn du an Bord bist. Bin ich. Ach, bist du? Ich bin ganz schön... Also ich bin jetzt schon dezent stolz darauf, wie ich das jetzt gemacht habe mit dem Ruderboot, ne? Ich sehe mal zu, dass ich hier wegkomme, ne? Tu mal die Schatzkiste ins Lager lagern. Lagern. La 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 la. So. Ah ja, und Dings kannst du auch aus... Schippen das Wasser. Aua! Aua. Alter. Ich wurde das letzte Mal unter Wasser, unter Deck vom Blitz getroffen. Das musst du auch erstmal schaffen. Unser Boot hat gebrannt. Ja, löchelt's. Manchmal geht's auch von alleine aus, wenn unten drunter. Wenn unten auch Wasser ist. Eindeutig zu dunkel hier drin. Geht dann ja aus. Schwein, Alter. Was ist wieder normal. Und da werden wir beschossen, aber dürfte uns nichts erreichen. Naja. Nee. Klappt grad so. Alles gut. Wasser im Boot. Stimmt überhaupt nicht. Das ist ein grafischer Nebeneffekt. Ich denke auch. Das kriegst du nur hier. Hier ist immer Wasser im Boot. Siehst du das? Kannst dich zu Tode schippen in diesem Gewässer. Man reiche mir den königlichen Mob. Wir haben schon wieder ganz schön viel Ware auf dem Boot. Naja. Skate.
Escape. Vielleicht sollten wir mal das Zeug erstmal verkaufen, oder? Wäre nicht schlecht, wenn wir das auf dem Weg machen, ja. Da ist nämlich. Ich habe übrigens hier, kannst du sehen, welche Dings ich habe. Vom prominenten Band The Black gehortete Raubbeute. Hm. Die habe ich gekauft und habe 3 Karten gekriegt. Jetzt haben wir sogar noch mehr. Versuchen wir das Gewitter so ein bisschen zu umschippern, weil wir müssen eigentlich in die Richtung. Wo wird es zum nächsten Außenposten, nehme ich an, ne? Ja, im Süden ist leider gerade keiner. Wir müssen aber dort, wo der andere Kringel ist, Croc's Mask, aber da fährt dieses PvP-Schiff rum. Gerade. Mitten rein? Wo willst du mitten rein? Nee, nix mitten rein. Crook's Mask heißt das. Da wollte ich eigentlich hin. Aber erstmal zu einem Außenposten ist, glaube ich, der safere Weg. Ja, hier, Plunder-Außenposten ist der nächste. Plunder Valley, ist das wirklich ein Außenposten? Ach, der Außenposten. Okay, warte, geh mal. Lass mich mal. Ah, okay, Südost. Ein Äuglein strickt dich. Dieses Fingerspitzengefühl schon mal gesehen, ne? Ich mega. Ja, es ist wirklich ein Feature, das kannst du stundenlang machen. Wechseln, Skelette hatte ich heute schon. Die brauchen nicht nochmal kommen. Gab nichts zu holen. Oh, jetzt da vorne ist ein Schiff. Übernimm du mal das Ruder. Den Kurs eigentlich halten so. Ich check mal kurz, ob was das da vorne für ein Schiff ist. Ist auf jeden Fall mindestens ein Zweimaster. Kommt uns theoretisch fast entgegen. Mann, hier ist man noch nie alleine auf dem Wasser. Aber den Kurs müssen wir halten. Also da ist der plunte Außenposten. Ich hoffe einfach mal, dass sie uns nicht sehen. Und selbst wenn. Es ist, wie es ist. Die ganze Welt ist. Die ganze Welt ist ein Schiss, ne? Obwohl, die fahren dort an der Insel vorbei. Ich glaube nicht, dass sie in unsere Richtung kommen, so wie es aussieht. Außenposten ist halt auch Handel. Können auch andere Spieler sein. Alle Lampen ausgemacht, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, es hat keiner Geburtstag. Ist doch genau dasselbe in Grün. Nee, wir wollen hier nicht die Segel im Wind setzen. Wo kommen wir denn da hin? Dann kommen wir ja etwa voran, das ist doch kontraproduktiv. Ich weiß nicht mal, ob das bei dem Einmaster überhaupt so krass Sinn macht. Weil ich merke von dem Geschwindigkeits-, in Anführungszeichen, Boost gar nichts.
beobachte mal unsere Freunde, halt du den Kurs. Trillet sie da ihr Lied. Merkst du bei jedem Schiff, es sagt wechseln. Ja, krass. Okay, dann bin ich hier einfach bescheuert. Das Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das ist ein Zweimaster. Aber ich glaube nicht, dass der... Ach, naja, werden wir sehen. Sei doch nicht so nervös, Klammer. Aua. Wie hoch ich pfeifen kann da. Das kriege ich im Real Life übrigens auch hin. So, geh mal ein bisschen weiter nach links. Ah! Du bist so ein Eumel, echt. Links, da wo die Insel so leuchtet, da müssen wir hin. Zieh mal die Segel ein bisschen weiter runter. Ich bin wieder vom Schiff gefallen. Wieder da. Du bist so ein Idiot. Oh nein, hi! Ach nein! Gerade wenn ich im Wasser bin. Ja. Sieh zu, dass du da an die Insel kommst, Sunny. Hallo! Der frisst sich jetzt. Gerade wenn ich. Der frisst sich jetzt. Lenk ihn mal ab für mich. Sehr nett von dir. Ich hab's geschafft. Übrigens, Herr Wechseln hat's ja raufbeschworen. Oha. Ja, besser als der Kraken, ne? Happa, happa! Du bist ganz schön hässlich, Keule. Aua. Willst du mich verarschen? Mich hat's jetzt wieder vom Schiff gehauen. Alter, verrecke, du Drecksfisch. Ey, ich komme an Bord, da haut er dich weg und mich haut's wieder weg. Ich glaube, der ist weg. Ja. Alter. Ich glaube, es hackt. Ich bin, by the way. Sonst? Ja, ja, Löcher im Schiff und so, ich weiß. Sorry. Hallo. Grad beschäftigt. Hört mich anders an. Hat man dir die Eier abgekniffen? Nö. Ich bin nur mal im Sommerdomizil. Wo ist denn jetzt das verdammte Loch? Ach, da. Sogar zweimal. Oh, du hast ja sehr gut eingeparkt. Sehr, sehr smart. Huch. Du hast auch einen Anker gesetzt, ja, ne? Sonst würden wir ja nicht stehen. Ja, stimmt, mit vollem Segel ist das richtig. Das ist meine Theorie, weißt du? Anker lichten und weg. Ja. Fertig. Oh, ich habe wirklich gut eingeparkt. Das habe ich selber nicht mal gesehen. Hast du das gesehen, Wechseln? Hast du das gesehen, Wechseln? Dass die kleinen Schiffe nicht auch so eine Planke haben, sondern dass es nur das große Schiff hat. Und trotzdem fällt sie ins Wasser. Ja, das, ja. Ja, gut, damit, ja. Damit hätten wir das Sunny-Niveau auch erreicht. Ja, guten Tag. So, wo muss ich nochmal hin damit? Ach ja, Goldsammler. Wo muss ich nochmal hin damit? Herr Goldsammler, wollen Sie nicht mehr haben? Mit Heori sprechen. Wir haben unsere Botschafterflagge vergessen, du Idiot. Ja. Setz die Segel. Muss auch nicht unbedingt so sein, aber ja. Moment. Ich hab mir jetzt für jede Fraktion eine gekauft. So, haben wir noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Können wir auch noch verkaufen. Kaufe eine Botschafterlizenz, um diese Handelskompanie zu repräsentieren. Und wie mache ich das? Du musst dir erst die Flagge kaufen für 20.000 und dann kannst du die immer wieder auswählen. Du musst sie einmalig kaufen und kannst sie dann immer wieder auswählen. Achso. Nachdem, ob du eine Mission bei denen machst oder halt nicht. Drei Holz noch. Ja, sehr gut. Kiste mit Holz. Du hast ja schon ganz schön hier, ganz schöne Löcher in deinem Boot drin. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist neues Styling-Gut. Ich weiß nicht, welche Löcher du meinst. Ich sehe keine.
Plätze mit Kanonenkugeln einsammeln? Was? Hier, ich kann bei der Frau eine Kiste mit Kanonenkugeln. Hast du nicht da eine Mission? Ja, hab ich. Du auch. Ah ja. Eine Kiste Kanonenkugeln muss zum Außenposten Golden Sands. Ist der weit weg? Oder da gibt's einen, aber das ergibt keinen Sinn, wenn wir hier einen haben. Nee, wir können die nehmen. Golden Sands. Außenposten. Ah, das Reaper's Hideout. Ah, das Schiff hat sich. Nee. Ja, wir haben ja noch The Crooked Mask. Von wem hast du die Quest angenommen für Crooked Masks? Diese eine, wo du 3 Karten bekommen hast? Schatzsammler? Na, da, wo ich immer meine Karten kaufe. Schatzsammler. Du kannst ja überall Karten kaufen, Sunny. Ich hab da, wo ich gestartet bin und dann bei dem Goldsammler hier. Ramm ich da mal mein Messer rein, ne? Komm mal her. Wo bist du? Ramm da mal dein Messer rein. Danke. Warum haben wir das jetzt erst gemacht? Ich bin verwirrt. Bitte? Warum haben wir das nicht vor dem Verkauf gemacht, wenn du das machen konntest? Du musst das schon machen, wenn du die Mission angenommen hast. Ich bin verwirrt. Eigentlich. Ich habe ja keine Botschafterflagge. Ja, musst du 20.000 mal investieren. Ich habe kein Geld. Eigentlich musst du in jede Fraktion 20.000 investieren, mindestens. Ich bin arm dran, ich bin ein armes Schwein. Guck schon mal, wo der Kurs... Soll ich jetzt die Kiste mit Kanonenkugeln einsammeln oder nicht? Vertrag ausgelaufen. Jetzt ist schon vorbei, Sunny. Kiste mit Kanonenkugeln müsste jetzt vorbei sein. Ja, ist weg. So, Richtung Osten. So, was hattest du jetzt vorzumachen? The Crooked Masks zu fahren. Okay. Geronimo! Östlicher Kurs. Mann, bin ich gut. Wir sind nicht gegen das Ding gefahren, Alter. Lob mich doch mal für meine Navigationskünste. Uhu. Ja, kann auch daran liegen, dass ich das Steuerrad schon vorne nach rechts komplett gedreht habe. Ach, damit Quatsch. Das stimmt ja, überhaupt Kurs, nicht. Du hast da überhaupt keinen Beweis für. Kurs Ost. Ost, genau. Ost-Ost? Okay. Fick dich doch, Alter! Das kann doch nicht sein, dass ich hier dreimal ins Wasser falle. Das ist halt ganz schön dein dreckig, Schiff ist aber auch glitschig, Alter. Ah. Er ist der dreckige Dan. What? Der dreckige Dan. Verdammt, seist du. Da ist gerade irgendwas von meinem Schiff abgebröckelt. Ich weiß ja auch nicht. Ja, ich hab drauf geschossen. Warum schießt du auf mein Schiff, Mann? Weil du mich runtergeschubst hast. Genau gesehen. Hey. Nur ich darf meutern. Du bist der Kapitän. Du kannst das nicht machen. Du untergräbst du deine Autorität, wenn du das machst. Ich kann das machen, wenn ich unzufrieden mit der Führung bin. Du weißt, was das bedeutet. So. Ja. Da läuft er weg. Du feige Ratte. Ich hab keinen Bock, nochmal vom Schiff zu fallen. Da hast du übrigens mal einen Grund zu schwimmen. Kurs Südost. Du warst wohl letzte Woche nicht dabei, weil du PC gespielt hast. Nee, ich habe was anderes gemacht. Oha. Was denn? Ich weiß es nicht mehr.
Okay. Ich habe es wirklich vergessen. Ich habe auch überlegt, weswegen ich nicht konnte. Also ich hatte schlechte... mit so einer Antwort rechnen. Ich habe irgendwas gemacht. Was war denn das? Herrgott. Ich habe es echt vergessen, Alter. Mein Gehirn ist so sappig. Kurs Nordost meinte ich übrigens. Ich habe mich vertan, sorry. Wow. Kannst du mal deinen Kadaver da wegnehmen? Sonst jage ich dich gleich in die Luft. Ich glaube, es hackt. Für mich ist sexuell belästigt. Da sind Fässer. Tu dein Zoll, los. Okay. Fall vom Schiff. Das kannst du ja so gut. Da ist eine Dingstruhe, los, spring ins Wasser. Nee, ist viel zu... Als ob! Ja, und dann hältst du nicht an und ich kann die nicht... Ja, fahr weiter. Oh, da hat Sunny, will wenden. Okay, dann wende, Sunny. Was soll ich denn wenden? Aber komplett hart nach links. Quatsch, ich fahr dagegen gegen. Ich würde die Segel runternehmen. Sonst fahren wir klar, aber ich will nicht wenden, Mann. Du hast gesagt, ich soll Nordost. Ach so, du willst ich normal fahren. Okay, ja gut, ich versuche den Kurs zu halten, Mann. Sunny, musst du wenden? Nein, ich versuche den Kurs zu halten. Okay. Also. Ja, jetzt eigentlich komplett Richtung Norden. Komplett nördlicher Kurs. Wir fahren komplett in die falsche Richtung wegen dir. Was bist denn du für ein Kartenleser? Kurs Norden und dann mit leichter Tendenz, wenn du auf irgendwas stoßen solltest, nach Osten. Also wenn, dann nach Osten ausweichen. Aha, da hat jemand das Ruderboot nicht ausgeleert. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Das ist meine eiserne Reserve, ja. Ja. Wenn Klaver wieder irgendwelchen Blödsinn macht. Natürlich. Ja. Man kennt's ja. Zum Beispiel vom Schiff springen. Mir noch nie passiert. Genau, den Kurs halten. Exakt diesen Kurs. Wir fahren noch eine Weile. Kann ich wenigstens mal deine eiserne Reserve dort ausräumen? Ja, mach das mal. Tu mal was für dein Geld. Ich glaube, es hackt. Ja, Gerhardsteuer. Welche Steuer? Wie er manchmal auch so Wasser durch den Bug spritzt. Sunny? Ah. Hast du das Pre-Event schon im PC gespielt? Ja. Wie lange geht das? Das ist nur eine Quest. Wow. Und einen Weltboss und den habe ich auch schon umgelegt. Fühlt es sich cool an? Ja.
Die Quest nicht, aber der Weltboss schon. Okay. Aber da musst du Glück haben. Das war jetzt laut bestimmt. Was Glück haben? Ja, ich hatte Schwein. Ich wollte nach Sturmwind raus und da stand er einfach vor Sturmwind und hat niemanden rausgelassen. Er hat alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, umgebracht. Verstehe. Krasser Typ. Lord Cruel halt, ne? Lord Khazad ist nämlich abgehauen. Oha. Der ist zurück in die Scherbenwelt. So. Was hast du vor? Ich wollte dich ein bisschen nass machen. So, so. Pessa! Tschüss! Mach's gut! Oh, er hat noch einen gekriegt. Sind wir noch richtig oder nicht mehr so? Ja. Aua. Was soll denn das? Ja, ja, wir sind richtig. Ah! Gottes Willen, Alter. Krieg mich nicht so. Warum bist du nicht in die Luft geflogen, so ein Scheiß hier? Ernsthaft? Alter. Das nennt man Meuterei, du. Ohne Essen, ohne alles. Wenn jetzt ein Hai kommt, ey. So sieht's also aus, wenn man von Bord geht und kein Schiff in Land Sicht ist. Ja, siehst du mal, ist mir heute schon viermal liegen. Ja, du bist ja auch doof. Oha. Du hast bei mir zwei Kanonen gebraucht, um mich vom Schiff runterzukriegen. Ja. Wenn du das jetzt noch einmal machst, dann bin ich tot, du Idiot. Okay. Also umgebracht habe ich dich noch nicht, wollte ich nur mal erwähnen. Toll, jetzt bin ich auch vollkommen vom Kurs abgekommen. Ja, verdient. Verdient, aber richtig verdient. Du blöd Mann. Ja, ja. Unfassbar hier. Da ist zuerst mal was. Kann ich gar nicht verstehen. Was ist denn jetzt hier? Wir müssen gucken, dass wir am besten rechts von der Insel anlegen, weil das PvP-Schiff links von uns ist. Das Anlegen überlasse ich dir heute mal. Ich habe vorhin schon gut angelegt. Jetzt bist du dran. Ah. Das ist tatsächlich... Ein bisschen Spannung aufbauen. Ich zeig dir jetzt mal professionelle Anlegekünste, okay? Vielleicht.
ganz professionell. Meinst du professionell gegen die Wand fahren oder professionell anlegen? Professionell anlegen. Dann bin ich ja mal gespannt. Oh, da oben ist eine Kiste. Siehst du die? Links oben? An dem Fels? Ja. Okay, das. Okay, geh runter reparieren. Autsch. Ich wollte nur noch mal Professionalität anwenden, ne? Ja, ja. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Genauso macht man das. Genauso war es geplant. Guck mal, wir haben hier sogar. Wow. Ich sag das. Aber wir werden nicht entdeckt. Nee, weil wir auch nicht mehr wegkommen. Natürlich kommen wir weg. Nicht ohne das Schiff zu. Doch, du hast alles geflickt da unten. Wir kommen dann easy weg. Spar die Munition, geh an den Schlangen lieber obwohl hier hast du eine Munitionskiste. Ah! Bin gebissen worden. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Was sind wir denn hier? Ach, scheiße. So, Missionchen. Glocke haben wir geläutet. Wenn du die Glocke Sunny? Da waren drei Piratendinger. Was soll ich machen? Ah ne, es ist Crooked Masks. Wir sind ja auf Crooked Masks. An der Glocke gen Süden wartet ein Schatz auf dich. Geh 6 Schritte gen Nord. Ja. An der Glocke gen Süden. Also Kompass raus und erstmal in den Süden gehen und eine Glocke suchen. Da kommt ein Schiff auf uns zu, Sunny. Sunny, komm zurück. Da ist ein anderes Schiff. Wie war das mit nicht entdeckt? Alles deine Schuld. Guck mal, die sind aber auch nicht gerade fähig. Das sind 12-jährige Kinder. Ich glaube, das sind Engländer. Can you fix it? Can you fix it? Geh in den Sandkasten spielen, Junge! Correct me if I'm wrong, but my name is Bob the Builder, right? Wie sind die jetzt auf ihr Schiff auf? Wieso haben wir immer solche Konversationen in deinem Spiel? Halt die Klappe, ich verstehe dich sonst nicht. Sir? You speak English? Oh Mann. Ja, Klaber, du bist so ein Held. Sorry, mate. Hey. Hey. Your ship seems to be in a pickle right now. Ich wusste nicht, dass es so viel Schaden macht, aber okay. Ey, klar, ey. Die machen gar nichts. Du bringst uns um. Weißt du, das eine Leck mehr oder weniger macht jetzt auch nicht so den Unterschied. Das waren 2 Lecks und das hat gerade kritisch getroffen. Es waren sogar 3. Du. That wasn't our plan. Ja. Wo kommen die plötzlich her? Ich hab die ja vorher gar nicht gesehen. Sunny, du machst das hier mit denen, ne? Ich geh mal suchen. Scheiße. Ich kann nicht auf Englisch reden, das weißt du. Ich würde ja fragen, was sie wollen, aber. Pass eher auf. Ja, gut, die eine Kiste da. Musik spielen brauche ich jetzt nicht. Oh, hier ist ein epischer Kapitän. Ah, haut er jetzt wieder ab?
Also der eine haut wieder ab, der hier drauf war. Können die überhaupt das Schiff mitnehmen, wenn ich jetzt weggehe? Theoretisch ja, ne? Theoretisch ja. Und was mache ich dann? Hau ich den einen dann einen auf die Glocke oder was mache ich dann? Gute Frage. Besonders, sie sind echt mutig. Ich hätte ihnen auch gleich einen auf den Dates geben können, ne? Was will denn der hier drinne? Exam, bist du noch da? Kannst du Übersetzer spielen, wenn ich frage, wenn du mir im Chat schreibst, was ich frage? Die haben auf jeden Fall auch einen grünen Schädel. Ich sammel das mal lieber nicht auf dem... Ich sammel das mal kurz hier an der Seite, weil ich nicht weiß, ob die uns das klauen wollen. Ja, du siehst ja, klar, aber es ist keine große Hilfe. Ich höre auch nichts. Bin auch weg. Der Stream geht nicht mehr lange. Wir wollen ja noch was schaffen. Ich muss What jetzt nicht ernsthaft. Ja. Ja, was? Was will er? The wee one. Yes. Die suchen Sandkasten, glaube ich. We were going to blow you up, but you're not really fine, so. Please go to your ship. Ja, Charlie, we better head to where we were saying after. We got things to do. Die haben Leute, die Sachen, no. Okay. Da kommen schon wieder Skelette, ich höre so. Mann, wo ist dieses Kommunikationsrad? Das ist ein Rohr und kein Rad. Sprechrohr. Bye, Mates. Have a great time. Dann kommt schon wieder das nächste Schiff. Das nächste kleine Schiff. Glaubst du nicht? Ich werde hier gezwungen, Englisch zu reden. Das ist unfassbar. Ja, hier lernst du sogar noch was, während du streamst, ne? Hi, fine people. Sag, wir sind nett. Ja, ich habe ja auch please gesagt. So, habe ich jetzt den einen. Guck mal bitte, ob die Kiste noch da ist unter Deck. Also ich weiß, er hat auf jeden Fall an unserer Dingstruhe rumgegrabbelt. Und hier ist jetzt ein... Ich weiß gar nicht, ob man darauf zugreifen kann, aber... Garstiger Kopfschädel, ist der neu? Den habe ich gerade dazu gelegt. Ja, dann ist alles da. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. Glocke im Süden. Ich habe sogar richtig gesagt. Ich habe jetzt gerade erstmal nachgeguckt, was ich gesagt habe. Toll, Sunny. Das war ja sogar richtig. Muss ich jetzt ernsthaft hier bleiben und das Schiff bewachen? Nein, musst du nicht. Oh. So. Erfolgreich abgelenkt. Alter Jungs, ist jetzt Schluss jetzt hier. Feierabend. Ich glaube, es hackt. Und zwar. Mein Gott. Was war das gerade für eine Musik? Was ist das für eine Musik, Klaber? Geisterschiff taucht bei den Jungs gerade auf. Verdient. Wenn man fremde Leute belästigt, muss man damit leben. Ich habe noch nie alleine ein Geisterschiff getriggert, ne? Noch nie. Ich schon. Vorhin schon. Aber die sind zu zweit, das heißt, die haben bessere Chancen, als ich es alleine hatte. Ja, die können auch einfach wegfahren. Vielleicht kommt das Geisterschiff. Waren da andere Leute noch bei dir in der Nähe mit? Nö. So, an der Glocke gen Süden wartet ein Schatz auf dich. Gehe 6 Schritte Nordosten, setze den ersten Stich. Nee, warte mal. Das ist die falsche Karte, ne? Welche waren wir? Rock, Crocs, Masks. Matt. Hä? Jetzt bin ich komplett lost. Welche Karte ist das? Ich habe doch nur 1, 2. Oh. Nee, ist richtig. An der Glocke gen Süden wartet ein Schatz auf dich. An der Glocke gen Süden. Hatten wir die Glocke hatten wir schon? Nee, Moment. Nein, die Glocke hatten wir noch nicht auf der Insel hier. Wow. So, ich sollte mal Dings. Ich habe noch keine einzige Glocke gesehen.
Okay. Ich bin ja auch nicht sonderlich weit gekommen, ne? Hier ist die Glocke. So. An der Glocke gen Süden wartet ein Schatz auf dich. Geh 6 Schritte gen Nordosten. Die kassieren gerade übelst, ne? Ja. Bin beschäftigt. Gen Süden wartet ein Schatz auf dich. Geh 6 Schritte gen Nordosten. Ja, dann, wenn wir den Schatz haben, lass uns zurück. 2, weil 3, es ist ja auch schon 4, wieder um. 6. Das kann doch nicht richtig sein. Doch. War richtig. Sehr gut. Guck dabei, ob es hier oben noch was gibt. Würdiger Botschafter der Goldsender. Die Jungs sind komplett unfähig zu kämpfen. Also die hätten uns nicht mehr Ansatz. Also. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber... Das wird uns gleich treffen, glaub mir. Ich habe das im Gefühl. Oh, shit. Das Schiff wird uns gleich auch angreifen. Wenn ich jetzt nicht schnell was... Ja, okay. Es könnte sein, dass ich gleich sterbe. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Möglicherweise wurde ich von einer Schlange gebissen und bin runtergefallen und bin fast gestorben durch das Gift. Aber gut, da oben war auch nichts mehr. Wir können ablegen. So. Denkst du, ist schon rechts? Alles klar? Erstmal ganz nach rechts einlenken. Ja, habe ich schon getestet. Das nächste Ding ist Außenposten Dagger Tooth. Komplett Richtung Norden erstmal. Ich glaube, geh mal runter, reparier mal. Ja. Bis jetzt sieht's gut aus. Hier ist nichts. Okay. So, wohin? Norden. Okay. Nordwest. Ich dachte gerade, wieso dreht sich mein Steuerrad? Ich mach doch gar nichts, Alter. Klabber! Herrgott, nochmal. Wie drehe ich denn das Segel gegen den Wind? Das geht doch gar nicht, oder? Warum willst du es gegen den Wind drehen? Du musst es mit dem Wind drehen. Ja, wir haben Gegenwind, das meine ich. Ja, manchmal geht's auch nicht, ne? Ja, wir sind rechts von der Insel vorbei und dann eigentlich dahinter. Ja. Ach so? Isle of Last Words. Ja,
Da hinten ist es. Oh, an die Harpunen, an die Harpunen, an die Harpunen. Boah. Versucht die Kisten rauszuholen. Oh. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich krieg aber nur eine. Ich bin zu langsam dafür. Nee, scheiß auf die Kisten. Also scheiß auf die Fässer. Du hast gerade eine Kiste rausgezogen. Die kann man wenigstens direkt verkaufen. Gut. Ich hab was getroffen. Mit exotischem Tee. So, schaffst du es mal 2 Minuten nicht, irgendwelchen Chaos zu stiften? Ich möchte mir was zu trinken eingießen. Alarm, alles brennt. Alarm, Alarm, Alarm. Also, ich trinke. Ich möchte nur was trinken. Ich sehe trotzdem, was du tust. Ich kann nur nicht eingreifen. Scheiße. Wir haben möglicherweise ein kleines Problem. Da liegt ein anderes Schiff vor Anker. Ja, das können wir eh nicht ändern, klar. Aber willst du jetzt ernsthaft quer durchs Meer schippern, nur weil da ein anderes Schiff ist? Okay. Ist das ein Außenpost? Vielleicht sind das sogar unsere Freunde. So weit weggeholt ist die Idee gar nicht. Ist doch ein Außenposten, meine Güte. Legen wir es drauf an. Ist hier noch mehr Anleger? Ja. Das ist das PvP-Schiff! Das ist das PvP-Schiff! Oh, dann sollten wir vielleicht doch nicht anlegen. Bei PvP sehe ich das einfach. Beziehungsweise, die haben gerade PvP angemacht. Die kleinen Pisser. Ja, mein Glück. Also so drauf anlegen müssen wir es ja dann auch wieder nicht, ne? Nee, das sehe ich auch so. Was ist denn mit Galleon Grave? Das ist genau auf der anderen Seite. Westen. Also im Westen, im Osten. Osten. Ja. Klingt gut. Ich glaube, die haben uns noch nicht entdeckt, sonst hätten die vielleicht schon das... Das ist gerade in dem Moment aufgeploppt, wo ich auf die Map geguckt habe, dass das PvP-Schiff ist. Ich habe hier schon wieder so ein Fliegenvieh im Zimmer, Alter. Das ist so nervig, diese kleinen Drecksviecher. Die haben auch das Segel unten, also es sieht nicht so aus, als ob die uns verfolgen, aber ich glaube, die sind... Heißt das nicht eigentlich, das Segel ist oben? Was habe ich gerade gesagt? Unten. Also ja. Man wird aber ja noch ist, ja, stimmt schon. So, da rechts vorbei, genau. Nee, das passt nicht. Ich habe übrigens noch nicht abgelegt.
Runde Platz oder Lied wechseln. Klar war. Ja? Runde Platz oder Lied wechseln. Ey, ist zu lang. Ist zu melancholisch. Fanny, ja. Am 9. Juni wird wahrscheinlich gesagt, wann Patch 9.1 rauskommt. Und? Wird wahrscheinlich ja, gesagt. Spekulieren Ende Sie wieder Juni. Rum. Ende Juni ist meine Theorie. Ja, genau, zur Sommerpause. Das ist eine gute Idee. Oh. Was für eine Sommerpause? What do you mean? Ach, vergiss es. Im Juli Juppie fang Nase doch... wieder? Ja, genau. Mhm. So ist das also, die Nase juckt. Verstehe. Ich bin froh, dass ich keine Bombe habe, um dich in die Luft zu jagen. Bin ich ja nicht okay, ne? Ja, ich weiß. Gern geschehen fürs Einparken. Dankeschön. Ich habe das letzte eingeparkt, ja. Wo kann ich jetzt... Achso, die Kiste muss ich erst offen. Danne, die hat immer ein grünes Zelt. Garstiges Kopfzelt. Ja, ich habe mich gerade gewundert, dass ich die Kiste nicht verkaufen kann. Falsche Taste. Denk dran, dass wir die Flagge, die Botschafterflagge auch abgeben. Das kannst du jetzt hier direkt machen. Hast du alles rausgeholt? Ja, frage ich dich. Ist da noch was? Ich sehe nichts mehr. Okay. Dann stimme ich mal für Streichen der Botschafterflagge. Du musst ja noch dein Messer reinrammen. Okay, Chef. Das war klar. Das war abzusehen. Was passiert jetzt? Jetzt zünden wir das Schiff an. Ach, jetzt kommt das Botschafterflagger eingeholt. So. Meine Crew, Schiff versenkt. Nein. Wieso nicht? Ach, du willst es abfackeln. Und ich gleich mit. Okay. Alter, jetzt hast du mich angezündet, du Idiot. Oh je. Okay, das dauert aber 100 Jahre. Das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Na toll, jetzt hast du mich auch wieder angezündet. Ich habe nur mein Wasser abgegeben.
Der macht mich wahnsinnig, dieser Mann. Weißt du, wenn wir uns hier daneben hinstellen, dann können wir auch Musik spielen, ohne dass... Der Steg mit abbrennt. Okay, das dauert wirklich lange. Ja, hab ich ja gesagt. Dafür, dass wir das Schiff versenken, ja. Hab ich doch gesagt. Ja, ist okay. Immer diese... Nee. So, Schiff versenken, ja. Mach's gut, Clara. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Spiel dein Instrument. Das ist echt ein schönes Ritual. Ja, ne? Und im Scheine des Mondlichts, meine Lieben, und bei dieser wunderschönen Musik verabschiede ich mich von heute, von euch, so rum. Wenn ihr möchtet, könnt ihr morgen einschalten bei dem da drüben. Genau. Ich habe gehört, der streamt jetzt nur noch bei Twitch. Ja, genau. Der streamt, glaube ich, jetzt nur noch bei Twitch. Der ist nämlich ziemlich abgehoben. Ja, mal gucken. Ich bin noch nicht ganz raus. So, und ja, das Schiff ist weg. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Warte, ich kann winken. Moment. Dann winke noch. Mach's gut.